Guten Tag. Ich habe in meinem Preview heute erzählt, das kann man später sehen, unter rein sexuellen Schwierigkeiten leiden Stiermenschen sehr selten. Sie sind zwar sehr gehemmt beim Ausleben erotischer Fantasien, weil sie sehr, sehr prüde sind, aber wenn sie einen Partner haben, bekommen Sie schon das, was Sie wollen. Das ist wieder was anderes mit den Feuerzeichen, also mit Schützen oder mit Löwen. Oft diese Stiere, also Erdzeichen und Feuerzeichen, lieben sich sehr. Gerne Stier, also Erdzeichen, möchte gerne einen Feuerzeichen als Freund haben, aber auf der anderen Seite wird diese Feuerzeichen verrückt, also Löwe oder Schütze, verrückt und zur Verzweiflung gebracht, weil er das Verlangen nach Sicherheit und dieses langweilige Leben von Stieren einfach nicht ertragen wird. Aber das ist auch der Grund, warum Stiere, also Erdzeichen, oder wir reden über Stiere, sehr oft ihren Partner verlieren. Weil der Partner, der mit einem Stier lebt, der kann das alles nicht mehr ertragen. Der kann diese Ruhe, diese Sicherheit und das schöne Leben, wie ich gesagt habe, ein wunderschönes Haus mit Röschen zu haben, die da klettern und diese Masken, die Stier selbst rührt und sich aufträgt und mit Tieren lebt. Und immer diese Sicherheit und immer so solide in der Hand zu haben und immer diese Sicherheit, das kann Feuerzeichen, also Löwe oder Schütze, einfach nicht ertragen. Deswegen verlieren sie diese Stiere, also Erdzeichen, sehr oft ihren Partner und oft leben die Stiere auch alleine. Auf der anderen Seite gibt es sehr viele Stiere, die schon jemanden haben, aber wie gesagt, Menschen haben sich geeinigt auf einen Vertrag, dass wir zusammenleben und nicht alles von einem Partner haben. Also wir können gerne zusammenleben, essen, Masken rühren, Wein trinken, schönen Rotwein trinken, das, was Stiere lieben, und Fernsehen gucken, auf der Couch sitzen. Aber der Partner von Stier geht oft weg und sucht sich einen anderen Partner zum Sex zum Beispiel, weil das Leben mit dem Stier ist auch zu langweilig für die anderen Menschen. Wie ich gesagt habe, die Stiere sind sehr prüde, sehr gehemmt beim Sex. Sie haben zwar Sex, natürlich, aber was für eine Art von Sex? Ich meine, wir haben alle verschiedene Sachen zu bieten, aber trotzdem sind wir gehemmt mit diesen Sachen. Trotzdem wollen wir da uns nicht so offenbaren und nicht so damit frei zeigen, nicht freizügig sein. Die Menschen sind verklemmt, also lieber, wenn das Licht aus ist und lieber unter der Decke. Ich meine, ich möchte dem Stier das nicht vorwerfen, dass ihre Sexualität so ist. Aber oft ist das so, darüber spricht man nicht. Und deswegen diese andere Zeichen, Feuerzeichen wie Löwe oder Schütze, möchte oft einen anderen Sex haben und eine freizügige Sexualität. Und deswegen ist das oft der Grund, warum Stier und Feuerzeichen, zum Beispiel Löwe oder Schütze, muss ich leider von dem Stier trennen. Aber für heute muss ich leider aufhören, weil meine Zeit ist schon um.